Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß, es kam lange kein Video mehr online. Dieses Video wird dafür aber besonders spannend. So spannend, dass ich meine Stimme verliere. Und zwar werde ich mir in 2 Tagen ein Zungenpiercing stechen lassen. 2 Tage. Am Montag um 13.30 Uhr werde ich ein Zungenpiercing haben. Und ich habe schon ein paar Vorbereitungen getroffen. Das wollte ich mit euch teilen, weil ich nämlich Babyessensdöschen eingekauft habe, weil ich werde die Woche natürlich, nehme ich mal an, nichts Normales, also nichts Festes essen können. Und deswegen habe ich mich ein kleines bisschen ausgetobt und ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich eingekauft habe. Ich bin sehr gespannt, wie eklig das schmecken wird. Ich war letztens auf einer Babyparty und da haben wir Babyessenraten gemacht. Und das wurde halt nicht warm gemacht und nicht gewürzt, deswegen hat alles so ekelhaft geschmeckt. Und ich hoffe, dass ich nur gute Sachen ausgesucht habe, die man zumindest mit Gewürzen retten kann. Also ich habe nicht nur herzhafte Sachen, sondern ich habe auch fruchtige Sachen eingekauft. Und ich würde sagen, wir fangen damit an. Übrigens nicht wundern, warum meine Haare so aussehen. Ich habe gerade keine Lust zu erklären, aber egal. Auf jeden Fall habe ich mir 3 Packungen von Freche Freunde geholt, so für zwischendurch. Eins habe ich aber heute schon gegessen, und zwar Apfel, Mango, Pfirsich. Und dann habe ich noch Apfel, Birne, Passionsfrucht und Apfel, Erdbeere, Blaubeere und Himbeere. Ich muss sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich von denen halte, aber ist okay, so für zwischendurch. Ein Riesenglas Apfelmus. Und genau, das ist schon das erste herzhafte Gemüse allerlei. Warum muss ich einen Plastiklöffel verwenden? Okay, egal. Dann habe ich Gemüse mit Süßkartoffel. Das andere war ja von Hilf. Dann haben wir Karotten mit Kartoffeln. Auch von Edeka Bio. Achso, Karotten mit Kartoffeln habe ich, glaube ich, 2-mal. Und Gemüse mit Süßkartoffeln auch 2-mal. Fail wird es nur sein, wenn die super eklig schmecken und ich jeweils 2 Gläser davon habe. Aber gut, Augen zu und durch. Ich meine, es ist meine eigene Entscheidung, also muss ich da auch irgendwie durch. Auf jeden Fall haben wir dann ab dem 8. Monat Bircher Müsli. Dann habe ich Pasta Bambini Rigatoni Napoli. Und es sieht so aus, als wären da Stückchen drin. Das habe ich nicht beachtet. Ja, dann muss ich das vielleicht erst zum Ende essen oder so. Ich weiß nicht. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie groß meine Schmerzen werden. Und dann haben wir ab dem 8. Monat auch von Hip Pasta Bambini Spaghetti mit Tomatenmozzarella. Und zum Schluss noch Äpfel mit Bananen von Hip. Das ist halt so jetzt so eine kleine Auswahl. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel ich davon brauchen werde, wann ich wieder normal essen werde. Ich bin super gespannt. Ich hatte noch kein Vorgespräch. Das wird alles am Montag passieren. Hallo. Wie ihr seht, bin ich gerade in Aufbruchstimmung. Ich stehe gerade in den Fahrstuhl. Und zwar ist heute der große Tag. Heute werde ich mir mein Zungenpiercing stechen lassen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Ich fahre jetzt kurz zur Arbeit, weil ich da was abholen muss. Und ich weiß nicht, ob mein Freund mich dann abholt und wir dann zusammen ins Piercing-Studio fahren oder ob ich erstmal vorfahre. Also, ihr könnt euch merken, ich werde das nochmal einblenden. Die nächste Sequenz wird wahrscheinlich schon mit der Nadel in meiner Zunge sein. Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall langsam aufgeregt. So, ich bin jetzt fertig. Ich bin herangezoomt. So, ich bin jetzt fertig. So sieht das jetzt aus. Ich sollte mich gleich anschneiden. Ich muss sagen, ich habe es mir viel, viel schlimmer vorgestellt. Ich habe das jetzt nicht gefilmt, weil er so ein bisschen unter Zeitdruck war und das alles... und das alles sehr, sehr schnell ging. Alter! aber ja, wie gesagt, es ging super schnell. Ich habe kaum Schmerzen gehabt. Jetzt langsam zieht es ein bisschen. Ich glaube, ich sollte heute nicht so viel reden. Das Stäbchen ist auch noch viel länger, als es eigentlich sein sollte. Das ist jetzt nur, weil die Zunge halt noch extrem anschwellen wird. Aber ich muss sagen, meine Piercings hier, Knorpel-Piercings, haben auf jeden Fall mehr wehgetan. Brust-OP hat auch definitiv mehr wehgetan. Also
hat er gut gemacht. Das Einzige, was ein bisschen anstrengend war, war, dass man die Zunge die ganze Zeit raushalten musste, damit die nicht wieder befeuchtet wird. Aber genau, so sieht es jetzt erstmal aus. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie sich das weiterentwickeln wird und wann die Schmerzen erst richtig kicken werden. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Die Schmerzen werden langsam immer doller und ich glaube, ich fange auch mehr an zu lispeln. Meine Zunge ist auch ein bisschen... Hallo, unterbrich mich nicht. Meine Zunge ist jetzt auch ein bisschen mehr angeschwollen, also... Ich weiß nicht, ob man sieht, die ist auf jeden Fall ein bisschen angeschwollen. Aber ich habe Hunger. Karotten mit Kartoffeln. Perfekt. Da sind nur Karotten, Kartoffeln, Wasser und Rapsöl drin. Das werde ich mir jetzt warm machen. Ich glaube, ich werde es mal ein bisschen würzen, weil sonst schmeckt es wahrscheinlich richtig eklig. Und Alvin, geh mal hier runter, bitte. Komm. Ja, mal schauen. Ich versuche jetzt, also ich bin heute Abend wieder bei meinem Freund. Und jetzt habe ich aber ein paar Stunden Zeit. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, so wenig wie möglich zu reden. Ach, und ganz wichtig, was mir mein Piercer gesagt hat. Ein sehr guter Tipp. Also ich hoffe, der wird gut sein. Ich werde jetzt gleich mal Wasser aufkochen und wenn es abgekühlt ist, werde ich daraus Eiswürfel machen. Er meinte, am besten wäre, wenn ich Kamillentee da hätte, habe ich aber nicht. Sonst hätte ich daraus nämlich Eiswürfel machen können. Genau, also Wasser aufkochen ist halt wichtig, damit die Bakterien raus sind. Und ich werde das jetzt einfach mal aufkochen und daraus Eiswürfel machen, weil er meinte, wenn die Schwellung wirklich schlimm wird, dass ich dann an diesen Eiswürfeln lutschen kann. Also, ich habe mir jetzt mein Essen gemacht und ich habe keine Ahnung, wie ich von dieser Portion satt werden soll, aber ist okay. Ich will jetzt essen, bevor die Schmerzen kicken, weil ich weiß nicht, wie schlimm es noch wird. Also, oh, ich habe ein bisschen zu viel Pfeffer reingemacht. Es schmeckt gar nicht scheiße und es tut jetzt nicht mega weh, aber es ist sehr, sehr komisch. Hallo, kurzes Update. Es ist kurz vor 18 Uhr und ich habe über 1,5 Stunden, glaube ich, gerade geschlafen. Deswegen sehe ich auch so aus. Meine Zunge ist auf jeden Fall viel mehr angeschwollen mittlerweile. Vielleicht sollte ich mal die Kamera gerade halten. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so eine verkehrte Idee. Und mit der Schwellung kommen auch die Schmerzen. Also... Ich weiß nicht, ob man sieht. Also ich merke auf jeden Fall, dass die angeschwollen ist. Ich finde, man sieht es auch voll. Das ist jetzt das erste Mal seit ein paar Stunden, dass ich wieder gesprochen habe und... Ich höre auch gerne wieder auf damit. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass ich so einen Hunger habe. Ja, mal gucken, wie ich das handle mit dem Essen. Also, es sind jetzt, glaube ich, circa 9 Stunden vergangen seit dem Piercing. Oh mein Gott, es ist 11.11 Uhr. Wünsch dir was. Hä? Es ist 11.11 Uhr. Wünsch dir was. Also, ich kriege das Licht jetzt nicht besser hin, weil das Licht hier sehr rot ist. Auf jeden Fall sind 9 Stunden vergangen. Ich habe vorhin schon versucht, etwas Festes zu essen, weil ich einfach so einen Mental Breakdown bekommen hatte, weil ich es einfach vermisst habe zu essen. Also als ich daran dachte, dass ich die nächsten Tage mich wirklich nur noch von dieser Babynahrung ernähren soll. Ich meine, ich hatte irgendwie schon 3 Dosen gegessen, und also 3 Gläser, und ich hatte immer noch Hunger. Und ich wollte einfach endlich was essen und habe so ein bisschen Chips und so versucht, aber das ging wirklich nur mit so einem Mini-Bissen. Und die Zunge ist auch jetzt echt gut angeschwollen. Ich zeig's euch mal morgen früh, weil das Licht, glaube ich, gerade zu schlecht ist. Und sie tut auch mehr weh. Also ich würde sagen, das ist jetzt so eine 3 bis 4 von 10. Ich versuche jetzt einfach ganz, ganz langsam zu essen. Ich habe mir jetzt einfach 2 Toast mit Butter gemacht. Auf Milchprodukte muss ich ja verzichten, was echt gar nicht so leicht ist im Endeffekt. Ja, mal schauen, wie es morgen aussehen wird. Good morning. Ich habe Haare, will ich nur mal anmerken. Ich habe Haare, man sieht sie noch nicht. So, ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, weil ich gestern so dolle Schmerzen hatte, dass ich lieber so wenig wie möglich reden wollte.
Meine Zunge ist gestern noch mehr angeschwollen gewesen als vorgestern, logischerweise. Also die ist heute genauso angeschwollen. Also, obwohl ich glaube, die ist schon ein bisschen abgeschwollen. Man hat gestern den Stab überhaupt nicht gesehen. Und diese Schmerzen haben mich irgendwie voll genockoutet. Ja. Deswegen habe ich mich einfach nicht gemeldet. Ich habe versucht, so wenig wie möglich zu reden. Heute geht es mir schon ein bisschen besser. Es ist halt immer noch unangenehm unter der Zunge. Also die Schmerzen kommen meistens von unter der Zunge. Aber es ist aushaltbar. Und jetzt werde ich hoffentlich nicht sterben, weil ich habe mir jetzt Essen gemacht. Und zwar wieder Babybrei. Und da ist aber Molkereierzeugnis drin. Molkereierzeugnisse sind drin. Und ich darf die ja gar nicht, also ich darf eigentlich keine Milchprodukte zu mir nehmen. Ich hoffe, jetzt passiert nichts, aber ich muss einfach irgendwas essen, weil ich habe so Hunger. Es ist 10 Uhr. Ich war gerade schon bei einem PCR-Test für einen Dreh. Schimmernde mit diesen Rissen drin da, dieses, keine Ahnung, was es ist. Und jetzt blende ich euch mal hier einen Screenshot ein. Oh, Leute, ich esse gerade meine vorletzte, also mein vorletztes Glas. Und zwar wieder Kartoffeln mit Gemüse, glaube ich, war das. Das hatte ich ja ganz am Anfang, glaube ich, schon. Und da, wo ich zu viel Pfeffer reingemacht habe. Oh. Und ich habe das heute gemacht, also jetzt noch gemacht, weil ich dachte, das hat ja gar nicht so scheiße geschmeckt. Sorry. Und jetzt esse ich das und ich weiß nicht, woran das liegt. Oh mein Gott, mir kommt so hoch. Ich versuche das schon. Oh, ich liebe die Lichtverhältnisse. Ich versuche das schon so einfach nur noch runterzuschlucken. Aber ich weiß nicht, was es ist, diese Konsistenz und keine Ahnung, die bringen mich gleich wirklich zum Übergeben. Also, ich werde das Video jetzt beenden. Ich habe euch jetzt doch nicht mitgenommen. Achso, ich habe aber fresh nails. Genau, ich werde euch jetzt doch nicht mitnehmen, weil ich habe gar nichts krass mehr gemacht, außer halt im Nagelstudio sein. Das habe ich euch ja gezeigt, mehr oder weniger. Ich wollte euch jetzt zum Ende hin noch ein paar Tipps geben, beziehungsweise so meine Erfahrungen zusammenfassen. Mehr seht ihr ja dann sowieso auf in meinem Instagram Reel und auf TikTok, weil ich ja die ganze Woche euch dann sozusagen mitnehme. Zuallererst kann ich euch raten, kein Babyfood zu kaufen. Also klar, diese Obstdinger, ja, schön und gut, die kann man machen, aber dieses herzhafte, außer ihr kennt es und ihr steht drauf, würde ich nicht machen. Ich würde viel lieber, wenn ich das jetzt nochmal machen müsste, würde ich viel lieber irgendwie selbst Sachen pürieren und die essen, weil das finde ich schon sau eklig. Macht nicht den Fehler wie ich und esst schon am ersten Tag was Festes, weil das war wirklich eine Qual. Also ist es machbar, klar. Je nachdem, wie eure Toleranzgrenze ist, könnt ihr das machen, beziehungsweise ich würde euch einfach von dem, was ich jetzt so für mich gelernt habe, würde ich vielleicht mir den Bauch richtig vollschlagen vor dem Piercing, weil ich bin mit Hunger zum Piercing gegangen, was nicht so eine gute Idee war, zum Piercing-Termin. Oh, sorry, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Ich will das Zeug einfach nicht weiter essen, oh mein Gott. Mann, dieses Licht. Ey, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Kennt eure Schmerzgrenze. Wenn ihr wisst, ihr seid sehr schmerzempfindlich, dann müsst ihr euch auf jeden Fall auf Schmerzen einstellen, sage ich mal. Ich finde, ich bin nicht wirklich schmerzempfindlich, was sowas angeht. Und trotzdem war gestern vor allem ein sehr harter Tag für mich. Heute geht's, aber ich merke auch, je mehr ich rede, desto mehr tut's weh. Und ich habe jetzt mehrere Stunden immer wieder nicht gesprochen und dann rede ich 5 Minuten und ich merke, es wird wieder doller. Das mit den Eiswürfeln ist an sich eine gute Idee, aber ich würde immer kleine Eiswürfel machen, weil so einen großen Eiswürfel könnt ihr einfach nicht lutschen. Ich bin sehr gespannt, wie die nächsten Tage verlaufen. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass es ab morgen wieder besser wird, aber ich freue mich einfach so sehr drauf, wenn ich endlich wieder nochmal essen kann. Ich freue mich so sehr aufs Kochen. Das waren meine Tipps zum Sonntag, meine Tipps zum Zungenpiercing. Ich hoffe, euch hat das Video ein kleines bisschen gefallen und ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen, könnt euch vielleicht hineinversetzen. Mich würde mega interessieren, ob ihr vorhabt, euch ein Zungenpiercing stechen zu lassen. Und wenn ihr dann Fragen habt, dann stellt sie mir sehr gerne entweder hier oder in meinen Instagram-DMs.
Oder vielleicht habt ihr sogar schon ein Zungenpiercing euch stechen lassen, dann könnt ihr auch sehr gerne kommentieren. Das würde wahrscheinlich auch ein paar Leute interessieren, wie es für euch so war, ob ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps habt. Ich beende das Video an dieser Stelle, weil langsam kann ich meine Zunge auch nicht mehr bewegen. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald zu einem neuen Video wieder. Tschüssi! Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck.